Moin, heute zeige ich euch einen vermutlich recht kurzen Mod, den Void Ore Miner. Aber kurz heißt ja nicht schlecht und von daher, wenn euch das Video gefällt, lasst doch ein Like und einen Kommentar da. Und falls noch nicht geschehen, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dann geht's jetzt auch los. Mit dem Void Miner haben wir hier ein paar Upgrades und auch den Void Miner selbst. Zu craften ist der Void Miner folgendermaßen: Wir benötigen 4 Upgrade Base, 4 Enderaugen und einen Nisrit Block. Nisrit Block und Enderaugen sollte klar sein. Upgrade Base ist ein neues Item von dem Mod selbst und dafür benötigen wir 4 Eisenbarren, einen Eisenblock und 4 Eisenspitzhacken. Einmal aufgebaut, wird der Void Miner erstmal so für sich nichts machen können, denn er benötigt 2 Dinge, um zu funktionieren. Zum einen Energie und zum anderen benötigt er unter sich Bedrock oder den Void. Das steht hier auch dabei. Must be placed of a Bedrock or the Void. Das heißt, ihr könnt ihn im Prinzip einfach nur ganz unten am Grundgestein bauen oder vielleicht habt ihr ja auch irgendeine Modwelt oder eine Serverwelt, wo ihr irgendwie das Void habt. Im Nesa auch möglich und da könnt ihr ihn ebenfalls aufbauen. Das zweite ist, was wir brauchen, ist Energie und der Mod selber und auch der Modentwickler hat das geschrieben, er bietet keine Energiequelle an. Das heißt, man muss hier auf jeden Fall einen anderen Mod noch dazu nehmen. Das ist kein Standalone-Mod. Ich habe mich jetzt für Mechanismen entschieden, hat auch super einfach funktioniert. Sobald beides geschehen ist, sehen wir hier schon, der Void Miner fängt an, Erze zu minen. Nicht nur Erze, wir haben ja auch Smaragde drin, wir haben ja auch Kohle drin und natürlich auch Diamanten. Ich habe jetzt noch keinen Nisarit gefunden, aber ich habe einen anderen Void Miner jetzt schon ein paar Stunden laufen. Mal gucken, ob da irgendwas Gutes drin ist. Werden wir uns gleich am Ende mal anschauen. Er funktioniert automatisch. Das heißt, sobald ihr einmal hier eine Energiequelle dran gepackt habt, müsst ihr hier nichts mehr machen, außer hier diesen Enabled-Button einmal zu drücken. So könnt ihr übrigens das Gerät auch an- und ausstellen. Das Gute ist natürlich jetzt, dass wir hier auf der rechten Seite sehen, wir haben Upgrade-Möglichkeiten. Zu denen kommen wir jetzt. Zum einen haben wir das Speed Upgrade. Das craften wir uns mit 4 Redstone-Blöcken, wieder eine Upgrade-Base und 4 Nesarit-Spitzhacken. Das Speed-Upgrade ist dann dafür da, damit eben halt der Void-Miner einfach ein bisschen schneller arbeitet. Man kann es vielleicht auch jetzt erkennen, wir kriegen ungefähr jede Sekunde ein neues Erz. Und wenn ich das rausnehme, naja, ist es ungefähr so alle 3-4 Sekunden, würde ich schätzen. Als nächstes haben wir das sogenannte Fortune-Upgrade. Dafür benötigen wir wieder eine Upgrade-Base, wir benötigen 4 Lapis-Lazuli-Blöcke und 4 Diamantspitzhacken. Das Fortune-Upgrade gibt uns jetzt die Möglichkeit, mehr als ein Erz zu kriegen. Wenn ihr seht, hier kriegen wir immer, egal von welchem Erz, immer so ungefähr plus 1. Nicht ungefähr, eigentlich so ziemlich genau plus 1. Mit dem Fortune-Upgrade haben wir dann auch die Möglichkeit, mehr als nur plus 1 zu kriegen. Jetzt habe ich gerade ein plus 2 gesehen. Trotzdem auch wieder ein plus 1. Muss man dann mal schauen. Auf jeden Fall habt ihr hier die Chance, wie gesagt, mehr zu kriegen. Das letzte ist dann das Energy Upgrade. Dafür benötigen wir 4 Goldbarren, wieder die Upgrade Base in der Mitte und 4 Dierspitzhacken. Und das Energie Upgrade ist dann dafür da, dass ihr nicht mehr so viel Energie benötigt. Das kann man jetzt hier nicht so richtig erkennen. Wir haben trotzdem noch 800k von 800k. Aber wenn wir das Teil einfach mal ausmachen, sehen wir jetzt gerade, wir brauchen so 40 ungefähr pro Tick. Wenn wir es rausnehmen, sehen wir brauchen um einiges mehr als 40. Ich würde schätzen so um die 50 und es tickt auch schneller runter. Gefühlsmäßig jedenfalls. So, das letzte, hätte ich vielleicht auch am Anfang sagen sollen, aber ich hatte das Rezept schon erklärt, ist dann die normale Upgrade Base. Nochmal zur Erinnerung, ein Eisenblock in die Mitte, 4 Eisenbarren drumherum und in die Ecken kommen 4 Eisenspitzhacken. Wichtig zu wissen ist auch, wir haben ja jetzt hier 1, 2, 3 richtige Upgrades, wir haben hier aber 4 Slots. Ihr könnt natürlich auch ein Upgrade doppelt reinsetzen und das funktioniert dann auch doppelt. Also ihr habt dann die Möglichkeit, entweder Energy, Fortune oder Speed zweifach reinzupacken. Theoretisch habt ihr auch die Möglichkeit, nur ein Upgrade reinzupacken und wie ihr sehen könnt, rastet das ganz schön aus. Also da könnt ihr kombinieren, wie ihr wollt. Funktioniert auf jeden Fall alles auch in der Menge. Jetzt schauen wir uns einmal das Gerät an, was ich hier schon ein bisschen länger laufen lassen habe. Hier auch nochmal der kleine Hinweis. Dieser Block hier, also der Void Ore Miner, der funktioniert auch mit anderen Mods, wie wir hier sehen können. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Logistiktransporter vom Mechanismus genommen. Der zieht hier auch ganz normal die Blöcke raus, was ich ziemlich cool finde. So können wir das also auch mehrfach nutzen, also skalierbar machen. Wir können 10, 20, 500 von diesen Void Ore Minern aufbauen und schön mit Itemkabel dann hin und her schieben. Hier, wie gesagt, habe ich schon ein bisschen länger laufen lassen. Wir gucken mal rein. Kein Nesarit drin. Ich nehme deswegen mal an, es wird auch kein Nesarit abgebaut werden. Das ist ja meistens so die Grundfrage im neuen Minecraft Vanilla. Kann es auch Nesarit abbauen? Vielleicht kann es das auch nur im Nesa abbauen. Müsste man mal testen. Aber ich würde sagen, wenn euch der Mod gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar und ein Like da. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Bis dahin.